Es ist uns wichtig, dass wir als Flughafen, als Teil der Aviation-Industrie hier ein klares Bekenntnis abgeben. Wir unterstützen die Klimapolitik des Landes. Wir haben uns selber sehr ehrgeizige Klimaziele gesetzt und bekräftigen dies mit dieser Selbstverpflichtung. Die größten Herausforderungen des Flughafens werden sein, dass wir unser Energiekonzept komplett umstellen. Das heißt, die Energie sowohl im Bereich Wärme als auch im Bereich Strom werden wir zu hohen Prozentsätzen selber produzieren. Dort, wo wir sie heute nicht produzieren, beziehen wir sie zertifiziert grün. Aber wir wollen hier am Standort den Energiebedarf zu höheren Prozentsätzen selber decken. Erste Frage. Zweite Frage. Wir haben das Thema Gebäudeeffizienz. Als Anlagenbetreiber haben wir ja sehr viele Anlagen und Gebäude. Und deren Effizienz zu steigern heißt Dämmung, heißt andere Fassaden, andere Dächer. Und das wird ein Rieseninvestitionsprojekt für die FSG. Ich finde, Vereinbarungen sind immer besser als Dinge, die einem vom Gesetzgeber vorgeschrieben werden. Es mag sein, dass es nicht ohne geht, aber die Gutwilligen können auf diese Art und Weise im Grunde eine Bewegung, ein solches Denken positiv unterstützen, nach außen tragen, das auch nach außen dokumentieren. Deswegen sind wir heute hier.